So, heute am Dienstag habt ihr im Teil 2 auf Seite 121 einige Sachprobleme für euch. Oben in dem blauen Kästchen siehst du Preise und hier musst du natürlich damit arbeiten. Du schaust dir zum Beispiel an, das Snowboard hat einen Stadtpreis, der ist 438 Euro. Trägst du hier in die Tabelle bei Nummer 1 ein. Er kostet jetzt nur, es natürlich, 197 Euro. Und die Ersparnis berechnest du jetzt wie? Rechnest du hier Plus? Dann würdest du mehr bezahlen. Das ist der Preis, den du bezahlen musst. Das hätte es gekostet. Zahlst du weniger oder mehr? Gut, daher machst du was für eine Rechnung. Minusrechnung oder Subtraktion. Das heißt, du ziehst das von dem ab, bekommst hier ein Ergebnis und das ist die Ersparnis. Subtrahieren, weiterzählen, nicht vergessen, wenn hier unten mehr als oben steht, alles ausfüllen und mit den Zahlen aus dieser Tabelle löst du dann die weiteren Aufgaben. Bei der Nummer 2 zum Beispiel musst du die Ersparnisse vergleichen. Oder schauen, wo erspart man sich am meisten, am wenigsten. Schau dir mal diese Aussagen an. Mit der Nummer 3 musst du berechnen. Sie brauchen, die Zwillinge Tobi und Maxi brauchen neue Skischuhe und neue Helme. Und die Preise musst du berechnen, aber welche Preise nimmst du? Den Stadtpreis oder den Nurpreis? Denk nach. Natürlich den, den sie wirklich zahlen müssen, und das ist dieser hier. Beim Schlussverkauf wird immer weniger bezahlt als vorher. Nummer 4 ebenfalls. Schau genau, lies die Angaben genau. Ich glaube, du schaffst das. Nummer 6 darfst du, musst du aber nicht. Ja, heute am Dienstag sind wir auf Seite 45 angelangt im Sprachbuch und da wirst du ein bisschen was über Kakao erfahren. Kakao, das ist diese Flüssigkeit, die du selber gerne trinkst wahrscheinlich, die kommt aber nicht als Flüssigkeit schon vor in der Natur, sondern in Form von Kakaobohnen. Das siehst du auf den Bildern von Nummer 1 bis 4. Schau dir das mal gemütlich an. Wenn du Lust hast, nimm den Computer und gib bei Google ein Kakaoerzeugung. Vielleicht kannst du noch was Spannendes zum Lesen finden. Bei der Aufgabe 2 sollst du einfach die passenden Satzteile verbinden. Sie sind in der richtigen Reihenfolge von den ersten Teilen. Und dann sollst du versuchen, den passenden Fortsetzungssatz zu finden. Und dann, wenn du sie richtig verbunden hast, dann schreibst du die Sätze schön auf. Wenn geht Lateinschrift und wirklich schön.